Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass in den Orobas-Fjorden aus einer nervigen Höhle nichts mehr für uns ist. Deswegen begeben wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen auf Erkundungstour im Trümmertal, das ja nachdem wir... Ach du Scheiße. Okay. Also das Spiel meint es nicht sehr nett zu mir. Und wir müssen allen Ernstes uns ein paar sehr starken Kreaturen stellen. Ist hier hinter dem Ding eigentlich auch noch was, hinter dem Wasserfall? Und in einen ja, Wasserfall gehen und dagegen ein paar nette Viecher kämpfen. Nämlich dem Wasserfall hier. Okay. Hier ist nichts mehr, dann betreten wir jetzt mal diese. Ja, Entscheidungen gut überdenken. Schnapp sie dir! Und wir betreten die nette Höhle, rufen erstmal unser Viech, das jetzt übrigens wieder ein Magier ist. Aber wer die letzten Folgen geguckt hat, weiß das. Mit viel Leben durch diese netten Arme da. Und wir haben hier gleich Skelettkrieger. Okay, die fressen kaum Schaden. Noch nicht. Aber es gab auch keinen Weg, also muss das hier richtig sein eigentlich. Trotz der unglaublich starken Viecher jetzt hier. Weil die anderen Wege haben Stufe 24 Viecher oder 27 Viecher. Also wird das hier wohl der richtige Weg für uns sein. Außerdem gab es hier ein Autosave und Talana hat was zu dem Wasserfall gesagt. So, und wir müssen hier dann wohl ein bisschen härter kämpfen. So. Ja, solche Kämpfe bin ich langsam gewöhnt. Nachdem ich das halbe Spiel in schwer gespielt habe. So, und die werden nicht wirklich geheilt. Nein. Das ist scheiße. Verdammt, kein Mana mehr. Und die haben keinen Mana mehr. Verdammt, was ist das hier? Ach, dieser Skelettheiler da, also der muss als erstes aufs Maul kriegen, damit hier überhaupt irgendwas funktioniert. Ich wurde vergiftet. Verdammt, wir werden hier schon für den Einstieg in die Höhlen Dings verschwenden müssen. Ach, kommt der Skelettheiler gut? Ja, und wir werden von dem Schützen da attackiert. So. Aber unser Dings hält schon eine Zeit lang unser nettes Betäuben. Ich glaube auch wirklich, das hier ist so der letzte Dungeon, den ich. Das letzte, was ich mir angeguckt habe in dem Spiel, bevor ich dann wirklich das Spiel aufgehört habe zu spielen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Aber irgendwie gerade kann ich mich ein bisschen nachvollziehen. Also, die sind schon hart hier gerade, die Gegner. So, und wir haben ein Viech getötet und kriegen dafür unglaublich viel Erfahrung. Und müssen wieder einen Heiltrink trinken, von dem wir jetzt nur noch zwei haben. Super. So, und wir müssen jetzt ein bisschen mehr mit Skill spielen und den Viechern wirklich ausweichen. So. Und es ist immer noch ein Heiler da. Ich dachte, wir hätten gerade einen Heiler gekriegt. Und unser Viech ist tot. Ja, super. Ja. Kampfstil, der vielleicht ein bisschen länger dauert und ein kleines bisschen Geschick erfordert. Aber ich denke mal, dass wir so am besten mit denen klarkommen. Auch wenn die jetzt schon ziemlich nah sind. Super, und Betäubung wirkt einfach mal nicht. Okay. Jetzt hat er uns irgendwie Schaden gemacht. Ja, an solche Kämpfe habe ich mich langsam gewöhnt. An solche nicht gerade sehr ausgeglichenen Kämpfe, aber ich verstehe auch nicht ganz, aber. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal das Nekromantenteil lieber vorher machen. Ah ja, den wollen wir Ach, nicht muss ein als Gegner haben, ja, Dieses genau. Gift bringt mich um. Wahrscheinlich schießt der Waldläufer gleich wieder auf uns.
Schnapp sie dir. Wir rufen unser Viech. Ja, natürlich können wir genau nicht nochmal springen. Viech, du sollst schießen. Dank. Ja, es macht nicht so viel Schaden mehr, aber kann dafür zaubern und hält einiges aus. Und die Erfahrungsschübe sozusagen, die wir durch die hier kriegen, die Kreaturen, die tun uns gut. Also die nächste Stufe rückt immer näher. So. Ja, genau. Ich bin schwer verletzt. Okay, dein Waldläufer macht nicht besonders viel Schaden an unserem Viech. Naja. Aber ich denke, die Hände bzw. die Arme sind sinnvoller. Sinnvoller als wenn wir ihm hier Magieschaden gegeben haben, weil so 90-80% mehr Leben, also das hat schon was. Ach scheiße, der war verwirrt. Ja, das Gift hat mich ein bisschen abgelenkt. Ein Leben. Ich bin schwer verletzt. Er oder wir? Und es wird er sein. Genau. Mit einem Leben überlebt. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon sogar häufiger. Aber das ist krass. Unziemlich unfair für ihn. Aber ich will mich nicht beklagen. So. Da haben wir auch gleich einen Fahrstuhl. Hier sind ein paar Kisten. Vielleicht ist da irgendwo ein Heiltrank oder sowas, weil unseren letzten möchte ich nicht unbedingt jetzt hier verschwenden. Ja, als Fernkämpfer kann auch, man auch die Truhen da oben zerstören. Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Wenig Leben, viel Mana. Nahkampfrüstung für Wächterrüstung. Nahkampfrüstwert für Wächterrüstung, cool. Wasser, Wasser nährt uns, dann würden wir das mal gleich konsumieren. Das können wir ja alles mal ein bisschen anordnen. So. Und wir werden auch noch die anderen Fässer zerstören. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist irgendwas dabei, was uns wieder ein bisschen mehr Lebensfreude schenkt und uns am Leben hält. Heiliges Basilikum. Klingt wie ein Totem für Köche. Aber egal, kochen wollen wir nicht. Stattdessen gucken wir uns jetzt mal an hier, wie nach oben geht nicht. Dann werden wir jetzt mal mit dem netten Fahrstuhl nach unten fahren. Und da sind gleich unsere nächsten Gegner. Toller Start. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Okay, was ist alles falsch gelaufen? Also, wir werden als allererstes, das Ziel eurer Hauptquests werden auf der Karte angezeigt, ja, danke. Wenn wir unten ankommen, ihnen einen Explosivfall spendieren. Ja, natürlich könnt ihr vorher noch schießen. Und unseren letzten Dingsheiltrank trinken. Wir haben hier noch 6 enorme Heilungstränke, habe ich ja ganz vergessen. Und von denen haben wir auch noch was. Geringe Belebung. Und es wäre nett, wenn unser Viech mal auftauchen würde. Ich wurde vergiftet. Noch nicht. Gepanzerter Drachenelfenkrieger. Also ich befürchte, wir müssen unser Viech normal rufen. Ich wurde vergiftet. Können wir hoch? Können wir hoch? Können wir hoch? Können wir hoch? Ja, wir können hoch. Ja, ist gerade ein bisschen doof, aber... Ist gerade ein bisschen sehr doof. Wie machen wir das? Also ich würde sagen, ich werde... Hauptquest, ja, Goldfarben ist klar. Das Viech zurückrufen. Und es dann da unten nochmal rufen, weil das brauchen wir für diesen Kampf dringend. Das Viech. So, das heißt, wir haben jetzt ein kleines bisschen Wartezeit. Das ist doof. Ist hier noch irgendwas, was man kaputt machen kann oder zu erforschen oder sowas? Oh. Oh, ein größeres. Oh, ein Höhlensystem mit einer großen Kammer und einem Ausgang. Das ist gut. Erfahrungstechnisch noch die Hälfte, dann haben wir eine neue Stufe.
So, und unser Viech ist schon halb wieder da. Das ist gut. Können wir ein bisschen hier springen. Üben. Irgendwas wirklich Sinnvolles können wir gerade nicht tun. Oh, scheiße. Nicht, dass wir jetzt festhängen. Ach, hier kann man auch noch den Aufzug rufen. Also es gibt hier für alle Aufzüge noch einen Hebel, mit dem wir ihn überhaupt erst rufen können. Und ich würde sagen, das reicht schon. Dann machen wir jetzt einen Quicksave. Und werden mit dem Teil nach unten fahren. Und wir rufen unser Viech genau... jetzt. Okay, es kommt ein bisschen zu spät. Und wir trinken Heiltrank. Noch nicht. Ja, unser Viech hält das gut aus eigentlich. Und wir ziehen mal die Tränke hier runter. Ich kann nicht. So, wir haben einen großen Heiltrank genommen. So, gibt's hier irgendwo einen Ort, wo wir wurde vergiftet. Uns Deckung suchen können? Ja, ich weiß, durchrennen ist nicht unbedingt eine Taktik. Aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Ich brauche irgendwas, von wo aus ich kämpfen kann. Ja, hier sieht gut aus. Irgendwas, wo ich mich auch ein kleines Stückchen so zurückziehen kann. Verdammt, kein Mana mehr. Ja, sind ziemlich viele Viecher. Und ein höchst tränkeintensiver Kampf wahrscheinlich. Und ich vermute auch mindestens einen Heiler. Super wieder, aber die Viecher halten auch verdammt viel aus. Können wir dann vielleicht eins hochlocken oder so? Verdammt. Das war doof. Jetzt ist unser Viech alleine. Ich muss ein Heilmittel finden. Ja, natürlich, habt ihr nur auf mich gewartet. Ich will wenigstens eins von den Viechern hier tot haben. Ja, klar. Noch so ein netter Schamane hier und einer, der Untote ruft. Die natürlich Stufe 23 sind. Ey, also ich... ganz ehrlich, ich bezweifle gerade, dass das hier für uns geeignet ist. Ich bezweifle es massiv. Also das wäre ja eine richtig miese Umstellung. Gott. Also ich stelle mal fest, das ist nicht für uns geeignet, egal was jetzt die Möglichkeiten angeht. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir das Nekromantenteil nochmal. Bis dahin, Leute. Ciao.